Alter, ich hasse den Sommer so sehr. Da bist du nur einmal kurz Müll rausbringen. Müll rausbringen, guck dir an, wie du aussiehst. Das ist doch nicht mehr menschlich. Ich kann so nicht leben. Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Sack für euch und willkommen zu meiner Review von Ant-Man and the Wasp. Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diese Review bis zu einem gewissen Punkt gucken. Dann gehe ich in den Spoilerbereich, aber ich weise euch dann auch nochmal gesondert darauf hin. Der ein oder andere mag sich wundern, warum diese Review so spät kommt. Es gibt einen Grund. Ich hasse den Sommer. Ich hasse ihn brutal. Diese Temperaturen sind nicht normal. Und ja, ich bin ein faules Stück Scheiße, aber ich sitze nicht in diesem Sessel, weil ich einfach faul bin, sondern weil um mich herum einfach 8 Millionen Grad sind. Und wenn ich stehen würde, ich einfach zerfließen würde. Und dieses lauschige kleine Summen im Hintergrund und das Wehen meiner Locke hier oben, das kommt daher, dass ich hier einen Ventilator stehen habe. Ich kann es nicht anders machen, denn ansonsten würde ich hier wirklich auf dem Boden in einer Pfütze landen, wie die Butterkugel, die ich tatsächlich bin. Deswegen habt bitte für diese Review einfach etwas Nachsicht mit mir. Ich danke euch. Aber gut, genug von mir und meiner Superkraft des Transpirierens. Kommen wir zum eigentlichen Superman in seinem Film, nämlich Ant-Man und der Wasp. Das ist jetzt der erste Marvel-Film, der seit Infinity War rauskommt und das fühlt sich für mich irgendwie merkwürdig an. Eigentlich müsste man als Marvel-Fan sowieso eine neue Zeitrechnung anschlagen. So die Zeit vor Infinity War. Und dann die Zeit nach Infinity War. Dem einen oder anderen mag es gefallen, dass dieser Marvel-Film nicht mehr so komplett verstörend ist wie Infinity War. Aber Infinity War war geil. Guckt ihr meine Review dazu nochmal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten guckt es einfach nochmal, weil ich glaube, meine Review war auch ganz cool. Egal, es geht um Ant-Man. Jedenfalls ist der nicht so verstörend wie Infinity War noch. Er ist tatsächlich ziemlich, ziemlich 0815. Also so richtig 0815. Der ist sowas von hingeklatschte Marvel-Kost wie zuletzt. Lass mich kurz überlegen. Ach ja, Ant-Man 1. Wisst ihr, was ich echt schade und blöd finde? Das Blu-ray-Design von den ganzen Marvel-Filmen. Die sind einfach nur blau. Was haben die sich dabei gedacht? Ich brauche irgendwie. Was ist das überhaupt? Ist das Türkis? Ist das Himmelblau? Ist das Pastell-Aqua? Pastell-Aqua? Ja! Ja! Wirklich? Und du findest es nicht zu hell? Nein, 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 nein. Es ist perfekt. Es gibt einem dieses Aqua-Gefühl, nur pastelliger. Jedenfalls ist dieser Film wirklich absolut vorhersehbar und absolut Standard. Scott ist nach den Ereignissen von Civil War zu Hause. Er hat Hausarrest, darf das Haus nicht verlassen, denn wenn wir uns mal richtig zurückerinnern, war er eigentlich ein ziemlicher Kriegsverbrecher. Und da ist es tatsächlich überraschend, dass er nur Hausarrest hat. Aber wenigstens erklärt das, warum er nicht in Infinity War mitgemischt hat, denn er durfte halt einfach seine Butze nicht verlassen. Wer gar keine Bude mehr hat und sich auf der Flucht befindet, das sind Hank Pym und seine Tochter Hope. Die wurden nämlich dadurch, dass Scott den Ant-Man-Anzug einfach benutzt hat und sich mit Captain America nach Leipzig verzogen hat, um richtig schön auf die Kacke zu hauen, nämlich jetzt auch vom FBI und so weiter angeschissen. Und das heißt, auch die werden gesucht und deswegen sind die nicht unbedingt gut auf Scott zu sprechen. Aber tatsächlich brauchen die beiden eigentlich alle Zeit der Welt und ordentlich viel Ruhe, denn sie suchen immer noch nach der Mutter, also nach der ursprünglichen Wasp, die ja in der Vergangenheit in der Quantenebene verschollen ist. Und hierbei setzt der Film tatsächlich relativ starken Fokus auf Wasp, was auch nicht verwunderlich ist, denn der Film heißt nun mal Ant-Man and the Wasp und nicht Ant-Man Teil 2 oder so. Finde ich ganz gut, dass sie das gemacht haben, denn Wasp kam in den vorherigen Filmen meiner Meinung nach viel zu kurz. Und sie haben hier wirklich versucht, sie wieder lustiger, humoröser darzustellen. Einfach, ja, optimistischer, was sie eigentlich in den Comics
und in den sonstigen Animationen, die es von ihr bisher gab, auch immer war. Sie war immer ein sehr positiver Charakter, ein Charakter, der sehr viel Witze gerissen hat, wie viel Unsinn geredet hat. Und sie versuchen das stellenweise schon hier wieder stärker so ein bisschen herauszuarbeiten. Sie schaffen es aber nicht so richtig. Denn der Weg, den Wasp im ersten Teil halt eingeschlagen hat, die Charakterisierung, die die Figur hier bekommen hat, die kannst du halt einfach nicht mehr einfach so mal wieder weghauen und kannst nicht wieder bei Null anfangen. Das schadet dem Film, finde ich, zum Teil schon ein bisschen. Wobei, schaden ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich finde einfach, er schöpft sein Potenzial nicht aus. Und das ist halt einfach nur schade. Es fühlt sich für mich einfach so an, als wäre dieser Film in seinem eigenen Franchise so ein bisschen gefangen. Dass er aufgrund von dem MCU, in dem er sich bewegt, einfach nicht großartig viele neue interessante Dinge machen kann oder er traut sie sich einfach nicht. Es hätte auch viel mehr Spielraum gegeben, einfach neue coole Charaktere einzuführen und stattdessen entscheidet man sich einfach Goliath einzuführen. Was cool ist, weil er wird halt von fucking Morpheus persönlich gespielt. Aber ganz ehrlich, ich finde einfach, dass Lawrence Fishburne in dem Film so ein bisschen verschwendet wird. Also man hätte aus diesem Schauspiel einfach, finde ich, viel mehr rausholen können, aber das macht man irgendwie nicht. Stattdessen sagt man einfach: Yo, du bist Goliath, ist übrigens ein anderer Superheld in den Comics, der auch seine Größe verändern kann und der im eigentlichen Civil War draufgegangen ist, weil ein geklonter Thor ihn getötet hat. Es ist verwirrend, hinterfragt es nicht. Lassen wir es einfach mal so stehen. Aber das war es im Prinzip auch. Sie führen irgendwie nicht so wirklich krasse neue Sachen ein. Sie stellen mit den Charakteren, die sie neu in dem Film haben, nicht so viel an. Stattdessen wird sehr viel Zeit darauf verwendet, dass diese Charaktere einfach irgendein technisches Mumbo-Jumbo erklären, was überhaupt keinen Sinn ergibt wahrscheinlich, wenn man es physisch testen oder nachvollziehen würde. Und in dem Film gibt es sogar einen Gag, der sich selber darüber lustig macht, weil Scott irgendwie so fragt: Aber kann das sein, dass bei euch grundsätzlich einfach in jedem Satz das Wort Quanten davor gehängt wird? Und das ist tatsächlich irgendwie so. Man muss dem Film irgendwie schon zugutehalten, dass er sich dem bewusst ist. Macht das Ganze aber nicht unbedingt lustiger und viel besser. Es reicht für einen kleinen Schmunzler aus. Das war's aber auch schon. Also der Film ist jetzt nicht wirklich unlustig, auch kein Pointenfeuerwerk. Und ich musste bei weitem nicht so viel lachen wie in anderen Marvel-Filmen. Das ist halt einfach so dieses wirkliche Standard-Marvel-Feeling. Nur leider ist das in dem Film hier so, dass es da ist und nicht originell wirkt, weil drumherum einfach nicht so viel passiert. Sie hätten, finde ich, auch viel mehr da rausholen können mit dieser ganzen Schrumpfthematik, dieses Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft Ding, wurde im ersten Teil, finde ich, noch viel besser und viel kreativer eingesetzt als jetzt im zweiten Teil. Im zweiten Teil beschränkte sich das Ganze fast darauf, dass sie einfach nur Autos und Gebäude groß und klein gemacht haben. Das war's mehr oder weniger. Da sind denen, glaube ich, einfach so die Ideen ausgegangen. Und wie gesagt, auch der Mut, sich mal was zu trauen, ist mit Infinity War anscheinend versiegt. Denn auch dieser Schurke ist im Gegensatz zu Thanos eben nicht besonders cool und super ausgearbeitet. Nein, es ist eigentlich der 0815 Marvel-Schurke. Sie hat eigentlich tatsächlich einen sehr interessanten Ansatz, aber man traut sich nicht, den zu Ende zu gehen. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Am Ende geht das in eine Richtung, wo, glaube ich, nicht nur ich unzufrieden war, sondern bestimmt auch viele andere Kinogänger. Oder sie haben sich einfach gar keine Gedanken darum gemacht, kann auch sein. Aber das war einfach alles nicht so, ja, es war einfach nicht geil, ne? Wenn ich den Film wirklich mit ein oder zwei Sätzen zusammenfassen müsste, wäre das einfach nur: Scott chillt zu Hause, auf einmal kommt wer Böses, alle Charaktere laufen von A nach B mehrmals dem MacGuffin hinterher und am Ende wird nochmal so richtig gemacGuffint und dann ist Ende. Ohne richtigen krassen Endkampf, ohne wirkliches Tusch, ist einfach vorbei. Und ja, man muss dem Film zugutehalten, nach Infinity War hat der einfach keinen guten Start. Also es kann einfach nicht sein. Wenn du der erste Film bist, der nach Infinity War kommt, dann hast du eigentlich von Haus aus schon verkackt. Aber selbst das, ich glaube, wenn man den Film einfach nüchtern betrachtet, gerade wenn man den noch mit dem ersten Teil vergleicht, obwohl der erste Teil auch nicht so die absolute Marvel-Perle ist und nicht das Beste vom Besten, fand ich den ersten Teil tatsächlich noch besser als den zweiten.
ich weiß nicht, ich hatte einfach so das Gefühl, alles, was ich in Teil 2 gesehen habe, habe ich irgendwie schon mal in besser in Teil 1 gesehen. Und die paar neuen Dinge, die drin sind, sind nicht wirklich originell. Aber nennen wir das Kind mal beim Namen. Weil im Prinzip, wenn wir mal ehrlich sind, ja, dann warten wir alle jetzt eigentlich nur auf Avengers Teil 4 oder Infinity War Part 2 oder whatever, wie auch immer der Film dann heißen wird. Und die Filme, die jetzt in der Zwischenzeit, bis der nächste Avengers-Teil rauskommt, halt irgendwie jetzt von uns angeschaut werden, sind bestenfalls irgendwelche Lückenbüßer. Und die haben halt einfach einen schlechten Stand. Tatsächlich gibt es auch in Ant-Man einen nicht unwesentlichen Hinweis auf Avengers 4. Und weil ich über den viel lieber sprechen möchte, als über diesen mittelmäßigen, belanglosen Film, möchte ich jetzt schnell zum Ende kommen, damit wir in den Spoilerbereich gehen können. Also fasse ich für euch jetzt nochmal den Film zusammen und gebe meine Bewertung ab. Dieser Film hat es nicht leicht, denn er steht in dem Schatten von dem Film, der vor ihm kam, und der heißt Infinity War. Und deswegen kann dieser Film eigentlich nur abstinken. Aber bei aller Liebe und aller Objektivität muss man einfach sagen, dass das, was dieser Film macht, einfach nicht besonders originell ist. Es ist das Standard-Marvel-Schema F, was ich ja so oft immer gerne wieder zitiere oder heranziehe, um einfach ein Wort für das Ganze zu finden. Es passiert einfach nichts, was unerwartet ist. Ihr wisst ganz genau, wenn ihr in diesen Film geht, was euch erwartet. Ihr wisst ganz genau, was für eine Art von Witzen kommen. Und ihr wisst ganz genau, wie das Ganze am Ende irgendwie alles aufgelöst wird. Da ist absolut keine Überraschung bei. Da plätschert die Story einfach nur so ein bisschen vor sich hin. Der Film wusste, glaube ich, so wirklich nicht so richtig, wo er hin möchte, was er selber machen möchte. Die Verkleinerungseffekte, das Schrumpfen, das, was den Film ja gerade interessant macht und originell macht, das kommt bei dem Film einfach viel zu kurz, weil anstelle davon, dass man Sachen klein macht, machen die permanent nur Sachen groß. Und das ist eigentlich alles nicht mehr so wirklich der heiße Scheiß. Das lockt keinen mehr vom Ofen hervor. Alles in allem ist der Film jetzt nicht enttäuschend. Er ist jetzt aber auch kein Feuerwerk der Gefühle. Er ist einfach da. Und er ist okay. Ich meine, man kann ihn sich mal angucken. Aber für mehr reicht's halt dann doch nicht. Also, solltet ihr euch Ant-Man and the Wasp im Kino ansehen? Falls ihr es nicht sowieso schon getan habt, denn diese Review hat fast 3 Wochen Verzug. Vielleicht. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich ein beschissener Film. Das wäre gemein, wäre zu viel gesagt. Er hat seine Momente, aber die Momente sind halt nicht besonders helle oder groß oder toll. Er ist okay, es ist der Standard-Marvel-Film schlechthin. Ich glaube, ich werde diesen Film in der Zukunft noch sehr oft zitieren als Film, der absolut Standard-Marvel-Kost ist. Denn das ist er einfach. Er macht jetzt nicht so viele Sachen falsch, er macht aber auch nicht viele Sachen richtig. Und deswegen ist er einfach wirklich der Lückenbüßer, bis wir Avengers 4 gucken können. Gut, also würde ich sagen, wir gehen in den Spoiler-Bereich. Und Spoiler, gleich kommt irgendeine bescheuerte, lustige Einblendung, wenn ich hier schon nicht selber den Kasper mache. Und dann werdet ihr vielleicht kurz schmunzeln und dann war's, dann wisst ihr, es geht in den Spoiler-Bereich. Ja, so vorhersehbar, wie dieses Video jetzt gerade war, ist auch Ant-Man and the Wasp. Wow, so mächtig habe ich mich das letzte Mal gefühlt, als ich über das Leben von Ameisen entscheiden durfte. Bekämpft euch bis zum Tod und dem Sieger schenke ich die Freiheit. Was glotzt ihr mich so an? Peter, möchtest du ein Glas? Oh mein Gott, ich hab dir gesagt, du sollst mit den Ameisen nicht Gott spielen. Eigentlich möchte ich nur über 2 Dinge reden. Und das erste ist relativ schnell abgehandelt. Und das ist nämlich die 2. Post-Credit-Szene. Wie kacke war das denn? Die 1. Post-Credit-Szene zeigt uns den berühmt-berüchtigten Snap, den Fingerschnipser. Und wir haben gesehen, dass Hope und ihre Familie sich in Staub aufgelöst hat. Wir wissen nicht, was mit Scotts Tochter passiert ist. Könnte sein, dass auch die sich in Luft aufgelöst hat. Wir wissen es nicht. Und Scott ist alleine eingesperrt auf der Quantenebene. Und das ist ziemlich kacke für ihn. Und das war nochmal so ein richtiger kleiner so... Wir geben dir mal richtig schön ein in die Magengrube, damit du nicht vergisst, was Thanos gemacht hat. Du vergisst nicht, was Thanos gemacht hat. Thanos kriegt dich, wenn er das will. Und da war ich im kurzen Moment wieder so richtig so, oh fuck, Spider-Man, da war ja was. Ne? Und das war echt gut. Aber was haben die denn dann gemacht? Dann sitzt du da wirklich die ganze Zeit noch, guckst dir schön die Credits an, wenn die da so lang laufen. Und dann am Ende siehst du einfach nur nochmal die Schlagzeug spielende Ameise.
die schlagzeugspielende Ameise, die du schon aus dem Trailer kanntest, die schlagzeugspielende Ameise, die du im Film zweimal, glaube ich, gesehen hast, erzählen sie dir noch ein drittes Mal. Wow. Anscheinend wollten die den Film einfach nicht negativ enden lassen, aber das war echt komplett bescheuert. Also, das ist so ein Ding, so ein bisschen wie bei Star Wars Episode 8, wo ein dummer Gag einfach die Ernsthaftigkeit von einer vorangegangenen Szene zerstört. Ich finde, die hätten es einfach tauschen sollen. Die hätten einfach die Ameise zuerst zeigen sollen, dann die Credits und dann in der After-Credit-Szene, in der wirklichen After-Credit-Szene, dann das zeigen sollen, dass die zu Staub zerrieseln. Das wäre einfach besser gewesen und hätte bei mir einfach einen größeren Impact gehabt, als ich dann aus dem Kino raus bin. Was jetzt aber eigentlich viel, viel interessanter ist, das ist das, was kurz davor gesagt wird, bevor Scott dann wirklich in der Quantenebene verschwindet und die anderen sich in Staub auflösen. Da sagt nämlich die alte Wasp zu ihm, dass er sich in Acht nehmen soll vor den Zeitstrudeln oder Time Vortexen. So, ich habe es nochmal nachgelesen, das sagt sie im Englischen. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, was sie im Deutschen gesagt hat. Auf jeden Fall soll er sich vor diesen Zeitdingern in Acht nehmen. Und das bestätigt, glaube ich, schon eine Fantheorie, die es schon lange, lange, lange im Internet gab zu Avengers 4. Nämlich, dass es Zeitreisen geben wird. Es gibt schon einige Setbilder, die einfach zeigen, dass die Schauspieler in Avengers 4 wieder die gleichen Outfits tragen wie in Avengers 1 bei der Schlacht um New York. Als Loki das erste Mal mit den Chitauri auf der Erde eingefallen ist und richtig schon Rabatz gemacht hat. Und klar, bis zu dem Zeitpunkt hätte es noch eine Traumsequenz sein können, eine Rückblende oder was auch immer. Aber das Interessante ist halt, dass dort auch Ant-Man dabei war auf einmal, was, wie wir wissen, im eigentlichen Avengers-Film damals nicht der Fall war. Außerdem gibt es andere Setbilder, die so aussehen, als würde sich Tony Stark als eine der Wachen verkleiden, die Loki abführen, während er gefesselt ist und nach S.H.I.E.L.D. gebracht wird, in den Helicarrier. Und das alles deutet ziemlich stark darauf hin, dass sie das in Avengers 4 irgendwie so stricken, dass wahrscheinlich Tony, weil er ja das technische Mastermind ist, irgendwie Kontakt aufnimmt mit Ant-Man, der auf der Quantenebene feststeckt und die dann irgendwie sich so einen Zeit-Vortex halt zunutze machen, um sich vielleicht sogar mit Loki zu verbinden und ihm zu sagen, yo Digga, das was du da gerade mit diesem lilanen Klötenkinn machst, wird nicht gut für dich enden. Ich würde dir vorschlagen, das mal sein zu lassen. Und es wird, finde ich, wirklich interessant zu sehen, wie sich das alles in Avengers 4 dann entwickeln wird. Denn wenn wir jetzt schon sagen, dass wir in der Zeit zurückgehen können, dann könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass wir in Avengers 4 auch sehen, wie wir in der Zeit weiter nach vorn gehen. Und vielleicht schon die erwachsene Tochter von Scott sehen, die jetzt selber schon eine Superheldin geworden ist. Das wurde auch so ein bisschen in dem Film angedeutet, dass sie sagt, hey Daddy, ich möchte deine Partnerin sein. Und ich würde gerne auf dich aufpassen und so weiter und so fort. Denn auch in den Comics ist sie später eine Superheldin. Und ich bin echt gespannt, was die da machen, Alter. Das bietet nämlich einfach sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sobald man irgendwie Zeitreise in irgendwas einführt, dann sind der Fantasie eigentlich keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Aber wirklich nicht mehr. Und ich glaube, das ist so das Ding, was Marvel auch wirklich machen möchte. Wahrscheinlich werden sie irgendwie so in der Zeit zurückreisen, dass sie den Plan von Thanos vereiteln oder ihm irgendwie den Infinity Gauntlet wegnehmen oder was auch immer, ich weiß es nicht, wir werden es dann sehen. Aber es wird bestimmt darauf hinauslaufen, dass ein oder zwei Charaktere zurückbleiben müssen, sich opfern müssen, was auch immer. Und das wird dann bestimmt entweder Tony Stark oder Captain America sein. Und ich tendiere eher zu Captain America, weil der Vertrag von Chris Evans für die Marvel-Filme jetzt ausläuft mit den nächsten Avengers und bisher, so sind zumindest die offiziellen Meldungen, er den Vertrag auch nicht verlängert und auch nicht verlängern möchte. Und das ist eigentlich ein ziemlich starkes Indiz für das, was später passiert. Wobei, das könnte auch alles Marketing bla bla sein, aber ich glaube trotzdem, dass es darauf hinausläuft, dass irgendeiner von unseren Helden ein richtig, richtig bitteres Schicksal erleiden wird, sich quasi für das gesamte Universum, für das gesamte Multiversum opfert und alles wieder zurückgesetzt wird, vielleicht auch mit ein paar Änderungen. Man kann da wirklich kreativ sein. Man könnte einfach sagen so, okay, alle sind wieder am Leben, aber es ist nicht dasselbe passiert wie damals aus den Filmen, wie ihr es kennt. Wir haben alles so ein bisschen rebootet. Jetzt ist es vielleicht einfach so, dass, ich weiß nicht, Ant-Man schon damals in New York dabei war und er schon immer ein Teil der Avengers war und so weiter und so fort.
Wir bringen einfach einen Neustart in das MCU, so wie es auch in den Comics ist. Und ich glaube, ganz ehrlich, das machen die in Avengers 4 und ich bin einfach gespannt, das zu sehen. Jetzt möchte ich ja natürlich noch wissen, wie ihr den Film fandet. Fandet ihr den in Ordnung? Fandet ihr, das war einfach nur Marvel-Standardkost? Was sagt ihr zum Sommer? Ich finde Sommer scheiße. Ich bin eher so der Wintertyp. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich versuche wieder alle Kommentare zu lesen und auch darauf zu antworten. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö und Haunse Baunse. War schön warm, oder? Ist da was, da hilft? So ein geiles Kratzeis. Ist da was dabei hilft, keine Langeweile zu haben, sondern exzessiven Spaß zu empfinden? Mich zu abonnieren. Und vor allem die kleine Glocke einzuschalten unter dem Abonnier-Button. Ja. Dann seht ihr nämlich immer einen jungen, beschissenen Scheißpost. Und bei Twitch kann auch noch vorbeigucken. Dabei auch jeden Dienstag und jeden Sonntag Livestreams. Das ist ganz geil, habe ich gehört. Twitter und Instagram habe ich auch. Und Facebook sowieso. Oh, Alter, das Himbeer. Himbeer ist echt geil. Wir mussten